Nachhauseweg von Schmalknitz über Freiburg kommt man durch Boltenheim. Und da haben wir uns natürlich den Abstecher zu der Burg, den wir schon mal versucht hatten, heute nicht erspart. Und jetzt werden wir mal kurz auf die Burg hinaufgehen, um von dort einige Aufnahmen zu machen. Ja, eine ganz besondere Attraktion am Eingang der Burg, die man wohl nicht alle Tage hier sieht. So, wir sind jetzt durch das Haupttor hineingegangen in die Bulgoburg. Hier sehe ich eine Kasse. Ich habe keine Slotti mehr, sodass ich also da gar nicht hineingehen kann. Hier sehen wir den Eingang von der Burg und da hinten wieder die Hochzeitsgesellschaft. Eine Aufnahme von der Burg vom Haupteingang hinüber in die Berge. Hier noch einmal den Turm der Bulgoburg und mit der Umgebung des Vorhofes. Und hier können wir den Turm der Kirche von Boltenheim sehen. Und nun ein schöner Blick hinüber nochmal in die Berge auf Boltenheim, auf die Ausläufer von Boltenheim und die umgebenden Berge. Hier noch einmal die Hochzeitsgesellschaft, die lebhaft Aufnahmen in allen Situationen macht, wie wir bereits gesehen haben. Hier eine Aufnahme von der Burg hinunter in Boltenheim selber mit den Fabrikgeländen. Und da unten kann man auch den Parkplatz sehen, wo wir das Auto abgestellt haben. Eine Aufnahme auf den Turm. Leider versperren die Bäume die Sicht auf den Ring von Boltenheim und auch auf die Sicht in die Ebene Schlesiens. Nochmal eine kleine Aufnahme von der Burg. Wenn man da oben hingehen möchte, da kostet es separat Eintritt. Betrachten wir noch einmal diese interessanten Aufnahmen, die ihr hier in Boltenheim von einem jungen Ehepaar im Hochzeitsgewand gemacht werden. So, nun haben wir wieder die Schokoladenseite Schlesiens vor uns, diese herrliche Kulisse des Riesengebirges. Hier geht es dann hinab in das Hirschberger Tal. Und diese beiden Berge, das sind die Frankenberge. Ja, der Schnee, der gestern runtergekommen ist, der hat natürlich alles schön weiß eingefärbt. Ich bin etwas abseits der Straße gegangen, damit der Verkehr uns nicht so sehr belästigt bei den Aufnahmen und vor allen Dingen der Radau etwas gemildert wird. Wie gesagt, vorgestern hat es sehr intensiv geschneit in Schlesien und dadurch hat natürlich dieses Riesengebirge wieder neue weiße Mützen bekommen. Und etwas hüllt sich ja die Schneekoppe und das Riesengebirge in Nebel, in Wolken, aber noch kann man einigermaßen etwas erkennen. Ich versuche mal Zoom zu vergrößern.
Ja, nun wird einem klar, dass es damals oder in der deutschen Zeit auch Skirennen gegeben hat in Schlesien an der Schneekoppe und das noch im Mai. Auch heute wird sicher die Möglichkeit bestehen, da oben in den Bergen Rübezahls Ski zu laufen. Ja, genießen wir noch einmal in aller Ruhe diese wunderschöne schlesische Landschaft. Das ist die Schokoladenseite Schlesiens und die hat schon Millionen von Menschen begeistert. Und es wäre zu wünschen, dass auch Leute aus der Bundesrepublik dieses Gebiet als touristische Attraktion entdecken, um hier ihren Urlaub zu machen und sich an der herrlichen Landschaft Niederschlesiens und dem Riesengebirge zu erfreuen. Vor uns liegt das Hirschberger Tal. Hier geht die Straße sehr steil nach oben aus dem Hirschberger Tal und hier unten liegt ja auch irgendwo dann Lomnitz und auch Hirschberg hier auf der rechten Seite. Oder fotografiere mal die Berge hier hinter uns, damit jemand, der hier in der Nähe ist, auch weiß oder hier mal vorbeikommt, von welcher Stelle man diese wunderbaren Aufnahmen auf die Schneekoppe machen kann. Da hinten steht unser Auto und man sieht auch die Berge. Hier unten sind immer noch verschneit und grüßen im Winterkleid. Im Mai einmal um die eigene Achse gedreht und immer wieder kommt das faszinierende Bild des Hirschberger Tales in den Blick und man möchte, wenn man hier ist, gar nicht weggehen und dauernd diese Naturschönheit Schlesiens, dieses einmalige Riesengebirge besichtigen. Wir fahren jetzt bis nach Görlitz auf dieser Bundesstraße und dann geht es weiter in die neue Heimat im Westen, in den Harz, nach Bad Grund. Vor uns liegt jetzt Hirschberg. Wir können auch die Türme der Gnadenkirche und der Pfarrkirche erkennen. Und das ist also aufgenommen, auch von der Umgehungsstraße aus, auf das Riesengebirge. Und momentan ist ein bisschen Ruhe, aber der Flugzeug macht so ein Spektakel. Ja, es bewölkt sich jetzt etwas ein, aber hier haben wir ein schönes Panorama direkt im Tal von Hirschberg auf das Riesengebirge. Hier nochmal die Silhouette der Stadt Hirschberg. Momentan ist ein bisschen Ruhe, aber gleich kommt wieder eine Kolonne von Autos, die uns den Spaß am Fotografieren und an der Schönheit der Landschaft etwas nehmen. Also wie gesagt, die Umgehungsstraße hier von Hirschberg. Hier kann man die Gnadenkirche erkennen und auch diese Pfarrkirche in Hirschberg, im Zentrum von Hirschberg. Hier nochmal die Züge etwas des Gebirges etwas näher herangeholt. So, das ist das Riesengebirge in Schlesien hier. Ab und zu wird man also immer wieder unterbrochen. Riesengebirge, ja. Ja, schöner hätte es fast gar nicht sein können, wie es heute ist. Tja, man kann sich gar nicht trennen davon heute.
So, nun wollen wir aufhören damit. Mitnehmen können wir sie leider. Wir haben jetzt Hirschberg passiert und jetzt haben wir noch einmal hinter Hirschberg eine wunderbare Sicht auf das ganze Riesengebirge.